Hallo deine Pokéfreunde und Pokonenten zur vielleicht letzten Folge. Wir wissen es noch nicht. Aber uns fehlt nur noch eine. Wir kriegen jetzt gleich unsere letzte. Ich kann nicht reden. Ich will sagen, wir kriegen gleich nach dieser Runde unsere letzte normale Blume oder Pflanze, was auch immer. Und ich habe Angst, weil wir kämpfen gegen den Gargantua, den Monster. Ja, keine Ahnung, was ich mit dem Mieti mache. Muss ich mal gucken, ob ich den irgendwann offscreen oder so. Keine Ahnung, muss das Spiel nochmal offscreen spielen, weiß ich nicht. Aber ja, vor allem, das ist noch nicht der letzte. Hier kommt noch eine weitere Art dazu. Und ich habe Angst vor dem, weil der ist echt nicht leicht. Ja. Aber mit genug Vertrauen schaffen wir es vielleicht. Ich kann euch sagen, was er macht. Er macht hier One-Hit. Und wenn er down ist oder wenn er angreifen will, schickt er seinen kleinen Buddy hier los, den kleinen Zwerg. Warte, ist der Zwerg nicht sogar hier dann? Ich weiß es nicht. Aber ja. Und ja, das ist echt kacke. So, unsere neue Blume, die Ringelblume, die tun wir rein für ein bisschen extra Money. Ne? Das YouTube-Money, das läuft momentan nicht so gut. Nee, Spaß. Außer, was brauchen wir denn? Die brauchen wir nicht. Das packe ich auch gleich erst gar nicht mal ein. Bomben. Für den Typen da. Wo ich nicht weiß, ob der dann gleich One-Hit stirbt, aber kann man ja hoffen, ne? So, Kakaobohne und den würde ich noch sagen und dann let's go! Zu 5/8. Oder 5/8. Was auch immer. Das vorletzte normale Level. Und ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Also jetzt hierzu. Kann sein, dass das der letzte Part ist. Vom Story Mode, also von der Geschichte hier. Wenn ja, dann wird die Folge wahrscheinlich 30 Minuten lang gehen oder so, weil dann würde ich es alles noch in einem schaffen. Und so. Kann man, glaube ich, auch verstehen. Weil ich habe jetzt keinen Bock, noch mal eine extra Folge zu machen, wo ich einfach nur 15 Minuten lang gegen den Boss kämpfe. Aber vielleicht ist es auch erst in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht, aber selbst wenn, dann war es noch nicht. Dann kommt auch erstmal noch kein neues Let's Play, weil wie gesagt, ich mache erstmal die Minigames und die Rätsel. Aber dann habe ich das hier schon mal abgehakt und ich nehme alles schon mal vor auf, weil es wird wahrscheinlich in den Kommentaren eh bisher nichts mehr Neues geben können. Irgendwelche Tipps oder so wird es wahrscheinlich eh nicht mehr geben können jetzt am Ende. So, die Ringeblumen, die packen wir hinten hin, habe ich mich jetzt dazu entschieden. Ja. Dann packe ich den weg. So. Der funktioniert einfach, wie gesagt, genauso wie Sonnenblumen. Ich nenne ihn gerne die Gold, die Geldblume, Goldblume, was auch immer. Wir kriegen die ganze Zeit Gold, Geld. Ich glaube, aber später kriegen wir sogar noch mehr von dem, kann das sein? Wir haben die Schutzwall nicht dabei. Holy shit. Wie kann man sowas nur vergessen, Mike? Ich weiß es nicht. Naja, brauchen wir auch nicht, oder? Komm, wir versuchen es mal ohne. Komm, aber jetzt mal no joke, wir versuchen es jetzt mal ohne. Oh, nicht. Money und noch mehr Money. Siehst du, manchmal droppen die in goldene Münze. Und das ist gut für mich, weil, wie gesagt, ich will ja eigentlich noch alles haben hier. Und ich werde auf jeden Fall noch ein Bonusvideo machen, wo ich euch die restlichen... Oh, sorry, das ganze Klicken. Das kann vielleicht... Für manche vielleicht nervt das vielleicht. Sorry. Aber ja, im Bonusvideo werde ich dann auf jeden Fall noch zeigen, was die ganzen Bonuspflanzen, die man im Shop von Debbie Dave kaufen kann, so machen, wie die funktionieren und so. Ja. Money. Kostet auch nur 50. Finde ich. Nuts. Das ist ein wenig belastend hier. Dann machen wir noch so, und dann sollte das schon wieder hin. Oh yeah, oh yeah. Brauchen wir nicht mehr Sonnenenergie, wenn das okay ist. Dankeschön. Zack. Okay, dann packen wir hier noch die hin. Und dann passt. Yes, Money! I'm rich, boy! Rich as frick. I'm rich as frick, boy. Zwei Wellen haben wir diesmal. Dafür ist die erste Welle, wie ich es mir
scheint sehr lange. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Alter, wie viel Coins wir jetzt hier bekommen? Das ist krass. Aber das finde ich aber auch, dass es sich halt genau das, deshalb hier gelohnt hat. Mann, ich kann nicht reden. Man lernt doch einfach Deutsch sprechen, Junge. Ist nicht so schwer. Gut, mag vielleicht schwer sein für manche. Aber Junge, das war deine erste Sprache, Alter. Lern es irgendwie. Mein Gott. Hilfe. So, das können wir auch nicht machen. Das bringt nämlich noch nichts. Aber wir machen es einfach trotzdem mal. So, jetzt kommt die erste Welle. So, wach mal auf, du. Brauchen hier einen Verteidiger. Du bist unser Verteidiger, du schaffst das. Ich glaube an dich. Wow, 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 wow. Brainsa. Brainsa. Scheiße, ich kämpfe da gerade nicht. Ich brauche noch ein wenig. So, jetzt kann er kämpfen. Jetzt wirkt's. Oh nein. No, 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 no. Oh hell no. Oh hell no. Der macht One-Hit, Leute. Ich sag's euch. Und der schickt auch den kleinen Brabauken da noch. Nein, 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 gib mir Sonne. Bombe! Nein! Ich wollte eine freaking Bombe. Ich wollte einen Bombenleger machen. Ich wollte einen noch Bombenleger machen. Jetzt. Das hängst du was? Nein! Scheiße, der bringt mich um! Bring mich um! Das gibt's doch nicht! Nein! Nein! Verloren! Verloren! Oh mein Gott, nein! Aber das Geld behalten wir, oder? Hab verloren. Oh mein Gott. Zombies haben dein Gehirn. Ende. Oh, das war's für den Part. Oh nein. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nochmal später oder so, I guess. So, Leute, ich habe jetzt nochmal bis zur ersten Welle hier hingespielt. Ich glaube, ungefähr hier waren wir. Egal. Hier machen wir auf jeden Fall weiter. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen besser, glaube ich, jetzt gebaut als vorher. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal etwas ansparen an Sonnenenergie. Damit ich auch gleich genug was habe gegen den. Ich habe nämlich noch hier die Matschkürbis dafür geholt. Ich habe ein paar andere Sachen geholt. Mal gucken, geht das überhaupt? Geht er den? Er macht ihn nur Damage. Okay, er macht ihn leider nur Damage. Und jetzt ist er hier. Heißt Angriff von hier. Und oh, verdammte Kacke. Der ist echt stark, Leute. Der ist wirklich, wirklich nicht lustig, gegen den zu kämpfen. Das kann ich euch sagen. Seht ihr das? Der macht einen kaputt. One hit. Bam. Okay, er ist down. Er ist down. Oh mein Gott, Leute. Okay. Okay, den ersten haben wir down. Oh mein Gott. Ich habe so Angst vor dem, weil der ist. Ich habe ja gesehen, wie stark der ist, Mann. Okay. Wir beruhigen uns mal wieder, bin ich. Wenn es noch drüber geht. Ich habe schon wenig mehr Geld, wie ihr seht. Das ist mir auch wichtig, okay. Haben wir jetzt nur 4 Sonnenblumen, ist mir jetzt aber auch egal. Letzte Welle habe ich leider etwas Angst, weil ich glaube, der kommt dann nochmal. Und wenn ja, von wo dann? Am besten nochmal von hier, weil dann habe ich den hier hinten da schon hingepackt. Aber ich weiß es noch nicht. Wir werden ja sehen. Ich spare jetzt erstmal ein wenig an den Sonnenenergie an. Das wäre, glaube ich, nicht so dumm. Yeah. Okay. Also ich krieg auf jeden Fall ein bisschen Money in mein Portemonnaie. Ein bisschen Taschengeld, nicht nice. Ein bisschen Cents. Ein bisschen Euronen. Den so ein Cent, noch ein Cent. Noch ein Cent. Vielleicht noch ein Euro oder so. Lol. Oh nein. Oh no. Oh no, er weint. Das heißt, er wird jetzt. Verdammt, ich war mir sicher, dass er jetzt sterben wird und wollte ihn jetzt replacen. Oh. Der wird sterben. Der wird auf jeden Fall sterben. Ja. War klar. Zack, Money. Nice. Nein, 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 er darf nicht sterben.
Das finde ich nicht nett, wenn ihr den umbringt, Leute. Aber ich mag diese Blumen hier. Aber ich werde sie beim Endboss auf jeden Fall nicht benutzen. Weil da bin ich nur krasse. Oder kann man... Nee, ich glaube, beim Endboss ist es sogar auch so eine Art Minigame. Da kann man, glaube ich, keine irgendwie auswählen. Das ist selbst ausgewählt, glaube ich. Ja gut, dann vergesse, was ich gesagt habe. Aber auf jeden Fall im nächsten Level werde ich die aber... Oder soll ich die dann nochmal verwenden? Was ist überhaupt die letzte Pflanze? Die werden wir jetzt auf jeden Fall sehen. Gleich. Wenn das hier fertig ist. Den Endboss werden wir wahrscheinlich dann für den nächsten Part aufsparen oder so. Sieht zumindest so aus. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch alles irgendwie rumherum schneiden. Ich weiß noch nicht. Aber ihr wisst es ja schon am Thumbnail, ob da irgendwie ein Boss ist oder so. Was krass ist. So, letzte Welle. Verdammt ich nochmal. Der kleine Dreckskerl kommt nochmal. Gibt's denn sowas? Bam. Er ist fast down. Okay. Er ist down. Aber er hat den noch geworfen. Wenn der jetzt durchkommt, ne? Ihr wisst schon, ich hab verkackt dann. Dann hab ich verkackt. Also komplett. Oh mein Gott. Er ist schwächer als ein normaler Zombie zumindest. Aber er wird einfach hochgeworfen und es ist einfach assi. Oh, wir sind aber durch. Endlich. Oh Mann. Aber ich weiß, im nächsten Level kommt er auch nochmal. Und ich glaube, im Endboss... Ups. Und ich glaube, beim Endboss kommt er auch nochmal. Oh Mann. Das ist echt kein Spaß und kein Zuckerschlecken, ja. Nö, nix da. Oh mein Gott. Ich weiß, was es ist. Das ist der Melonenwerfer. Der ist mega stark, der hat auch 300. Melonapult. Verursacht großen Schaden an Gruppen von Zombies. Yeah, letztes Level. Oh, und hier werden wir nochmal alles reingedonnert bekommen. Ja, okay, das war der Wicht, ja. Oh, Mann. Und hier Lexikon-Pflanzen, das hier unten sind alle Bonuspflanzen, die es im Spiel gibt. Soweit ich weiß. Und wir haben alle normalen Pflanzen. Gibt's noch was Neues im Laden? Wie fast Finale? Gibt's euch noch was im Laden? Oh, Mann. Seht ihr das? Wir kriegen noch mal die größte... Die größten... Alles! Die werde ich nicht benutzen. Nein, ich werde kein extra Geld haben wollen. Nein, danke. Das ist mir zu krass hier. Den brauchen wir. Der hier wäre eigentlich schon ganz gut. Und der auch. Aber dann reicht's nicht, oder? Den brauchen wir auf jeden Fall für den da. Und den da. Ja, oh. Oh. Die Dompelsonnenblume wäre ganz geil. Aber die können wir nicht haben. Leider. Soll ich es mal versuchen? Die Folge ist aber auch nicht mal so lang. Vielleicht muss ich innen drinnen und schneiden. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Zumindest gibt es nicht so viele von denen hier. Frick it. Frick it, frick it. Wir versuchen's. Ich muss sparsam, ich muss überlegen, was ich machen muss. Okay, jetzt geht. Jetzt ist halt no. Jetzt ist real shit, Leute, ja. Vorher war I sleep, aber jetzt ist real shit. Damn, bruh. Bro, nicht bruh. Bro, mein Fisch. Sorry. Sorry, bro. Drei Wellen, ja. Dann werde ich auf jeden Fall das für den nächsten Part auch sparen, den Rest. Das werde ich nämlich auf gar keinen Fall hier alles in diesem Part schaffen. Dann wird der nächste Part das Finale sein. Das kann ich euch versprechen, Leute. Und versprechen werde ich halten, das wisst ihr. Wir werden soweit machen bis, weiß ich nicht, erste Welle oder zweite Welle oder so. Schaffe ich es überhaupt? Ich weiß es nicht. Am Ende schaffe ich es nicht und dann habe ich viel Zeit verschwendet. Ah! Oh, das war eine optische Täuschung für mich. Sorry. Ich dachte, da kommt aus der anderen Seite kam er. Aber nicht, das war eine Täuschung. Tut mir leid, Leute, das hab ich jetzt leider nicht geblickt. Kacke. Pff.
Mir fällt gerade ein. Mir fällt gerade was ein. Obwohl. Nee. Packen wir die. Ich dachte schon. Packen wir die Melonapulten einfach hier hin in die Reihe. Ja. Verdammt, verdammt mich nochmal. Das wollte ich nicht. So, da hinten. Oder? Ah, doch, das passt. Das passt schon. So, dann machen wir jetzt diese Reihe hier fertig. Wo kann man da? Hier kann man reinpacken. Die müsste ich jetzt auch mal anfangen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ab da unten. 125. Aber zumindest kommen dann keine Leiter-Zombies mehr darin. Na komm, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch, schnell! Dankeschön. Wall activated. Jetzt sind wir unten geschützt. Ich mach hier oben einen hin, weil der ist gerade hier noch ein wenig alleine. Das ist nie gut. Nie gut, wenn man alleine ist. Kenn ich. Okay, what the fuck? Oh Mann. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall schon gehypt auf die nächste Folge, Leute. Ich bin's. Ich werde sie auch direkt aufnehmen. Oh gosh. Ja, werden es trotzdem noch schlafen. Ich glaube daran. Ich hätte den jetzt nicht pflanzen sollen. Nicht platzen. Ihr platzt niemand hier, außer die Zombies. Die können gerne platzen, Alter. Aber sonst nichts, ja? Kapisch? So, solange können wir mal anfangen, hier das Schirmblatt und die Melonen reinzutun. Zusammen mit dem Hochwalnuss, finde ich. Hätten sogar genug, wisst ihr was? Weg mit dir, wir machen es so. Und dann machen wir den da hinten weg. Für so einen. Ja, das machen wir. So. Hab ich jetzt gerade einfach mal. Ja. Doppelsonnenblume wäre hier sehr, sehr nützlich. Das weiß ich jetzt schon. Wehe, er kommt hier oben, der Leiter-Zombie. Dann gibt's richtig auf den Sack. Ehrlich. Das ist uncool. Nein! Warte, warte, warte. Kommt der Friesenfettsack? Ich bin nicht vorbereitet auf den, merke ich gerade. Fuck! Das ist gar nicht gut. Ah, okay, der Bombenzombie. Ja. Der Bombenzombie mit dem Bomben. Das geht doch noch. Lol. Scheiße. Scheiße. Killt ihn doch mal. Okay, wir haben hier die meiste Wall schon mal fertig gebaut. Hier oben müsste noch was. Aber das kann ich jetzt gerade nicht schaffen. Hier können wir nicht angreifen. Weil ich dazu den da welchen brauche ich den da? Komm, mach den schon mal weg. Jetzt rauf da! Die arme Hochwalnuss. Nein, da kriegt schon Cracks, Alter. Das finde ich nicht schön. Cracks? Nein, ich meine Cracks, also mit. Egal. Das ist mein, glaube ich. Oh nein, oh nein, oh nein! So viel Damage. Er weint gleich, er weint gleich. Oh nein, ich fange an zu weinen. So, jetzt sparen wir auf jeden Fall auf die Melonapult. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Scheiße! Hörst du jetzt mal auf? Meine Güte. Ich dachte gerade irgendwie, wir frissen ihn jetzt auf. Komplett. Okay. Wir brauchen jetzt 300. 3, 6, 9, 12. Oh, 1500. Für den maximalen Damage Boost. Geil. Na komm. Trau dich. Max, ess ihn doch. Traust du dich? Oh, er traut sich. Wird das schaffen? Nein, wird er nicht. Also, doch, er wird es schaffen, aber. Vorbereitet. Und so. Komm, jetzt ess einfach auf. Damit ich das hinter mir habe. Alter! Nein!
Oh, du mal tut weh. Oh no. Ich wollte da gar nicht hin. Das ist gemein. Spiel, du bist gemein. Ja, der Bungee-Typ, der kann halt eh nichts auf den Bahn. Also, der kann halt eh nichts machen, wenn nicht. Wir essen das jetzt hier leider. Hab ich einfach verschissen. Gut, passiert mal. Oder so. So, Melone! Bam! Overpowered! So, da unten ist ready. Da ist mein Body jetzt ready. Die Melone explodiert nämlich nochmal. In so einer. In einer Art kleinen Explosion und das macht dann auch noch mal Damage. Sehen wir, glaube ich, gleich. So, ich spare jetzt auf jeden Fall noch für mehr Melonen. Aber. Obwohl, sollen wir das jetzt noch machen? Ja, das ist ein Part. Oh nein, ich will den Part nicht zu Ende machen. Ich will den Part jetzt nicht so, ich meine, es wird zu lang machen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir die zweite Welle und den sagen wir, also, wir machen das Story-Finale in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid gehypt, genauso wie ich. Und bis dann. Tschüss.